Resistenten und das zunehmende Verbot von Wirkstoffen im Gemüsebau. Diesem Problem hat sich André Dülks angenommen, schließlich seine eigene Unkrauthacke entwickelt und das Unternehmen Dülks gegründet. Herr Dülks, wie kam es dazu? Ja, wir hatten im Rucola-Anbau das Problem, dass wir bei 10 cm Reihenabstand einfach keine gute Hacktechnik vorgefunden haben. Sehr, sehr viel rumexperimentiert, fast 2 Jahre lang mit verschiedensten Werkzeugen und Kombinationen davon. Ja, und sind letztendlich halt bei dem jetzigen Konzept gelandet von der Abra, wo man einfach aus einem Baukastensystem für verschiedene Bodenverhältnisse immer das Optimale zusammenbauen kann. Und herausgekommen ist eine Hackmaschine, die im jungen Kulturpflanzenstadium sehr nah an die Pflanzenreihe heranhacken kann. Wie genau funktioniert die Abra? Im Prinzip haben wir das Hacken in 2 Schritte unterteilt. Der erste Schritt ist erstmal, dass wir den Boden vorbereiten. Das heißt also zum Beispiel, wenn der Boden krustig ist, diese Kruste zuerst zu brechen. Und erst im zweiten Schritt dann wirklich die Unkräuter zu bekämpfen. Das machen wir durch das abrasive Hackverfahren, daher auch der Name Abra-Unkrauthacke. Das heißt, wir haben Klingen, die durch den Boden rotieren mit also einer schnelleren Geschwindigkeit als die Fahrgeschwindigkeit und dadurch die Unkräuter sehr gut aus dem Boden heraushebeln und die ganzen Feinwurzeln von den Unkräutern werden auch sehr gut abgeschert und dadurch eine sehr gute Bekämpfung der Unkräuter. Wie kommen Sie so nah an die Pflanze heran? Das wird ermöglicht halt durch dieses Arbeiten in den 2 Schritten, dass wir halt erst überhaupt den Boden vorbereiten und dann mit rotierenden Werkzeugen die Unkräuter bekämpfen. Das heißt, wir schieben überhaupt keine Erde zur Seite. Das ist halt sehr, sehr wichtig, damit wir nicht die Kulturpflanzen, die selber noch klein sind, eventuell mitbeschädigen. Bei uns fliegt halt nur ein wenig Erde durch die Gegend, aber das ist für die meisten Pflanzen kein Problem. Und so kommen wir halt sehr, sehr nah ran. Was auch das Zweite, was sehr wichtig ist, ist im Gemüsebau gibt es halt keine einheitlichen Reihenabstände. Das heißt, wir haben Werkzeuge, die frei verschiebbar sind auf der Welle und somit können wir halt jeden Reihenabstand realisieren. Ab 5 cm können wir hacken. Und bei welchen Kulturen und welchen Bodenarten kann ich die Abra einsetzen? Im Endeffekt können wir die bei allen Bodentypen einsetzen. Da ändern wir jetzt halt nur bei den extremen Böden, das heißt also wirklich extrem leichte Böden oder extrem schwere Böden, haben wir andere Werkzeuge im Programm, die das dann ermöglichen. Und bei den Kulturpflanzen ist es so, wir haben ja jetzt 2 Produktvarianten schon. Das ist einmal die Abra Damm für Dammkulturen. Da ist es vor allem für die Öko-Möhren und Öko-Zwiebeln. Und dann haben wir dieses Jahr neu die Abra Beet für Beetkulturen, also heißt Rucola, Babyleaf, Radieschen und so weiter. Herr Dülks, vielen Dank für diesen sehr spannenden Einblick. Wenn Sie an der Abra interessiert sind, dann finden Sie das Unternehmen Dülks in Halle 5 am Gemeinschaftsstand mit Iseki.